Und weiter geht's. Uncharted 4. Die nächste Folge wartet schon. Wie es jetzt hier weitergeht, schauen wir uns das auf jeden Fall an. Wir müssen jetzt hier mit dem Auto verschwinden. So, Einschusslöcher haben wir auch schon dran am Auto. Ja. Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Wo muss ich lang? Das haben wir Da uns auch lang. gefragt. Da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht hoch, oder? Geht, geht. Ist auch wieder klar, dass hier die Brücke im Arsch ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Ach Gott. Gespannt, ob der hier hochzieht. Dann müssen wir hier hoch. Aber da kommen wir eh nicht durch. Langfahren. Hier lang vielleicht. Also was? Oh, jetzt komme ich nicht mehr runter. Hinweis. Meiden Sie Wildwasser. Das ist mir schon klar. Aber hier komme ich doch auch nicht lang, oder? Aber jetzt stehe ich hier. Hey, Vorsicht! Jetzt bin ich schon klar. So, ich hab die Kontrolle wieder. Wie geht's hier lang? Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Hä? Okay. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Wie werde ich hier wieder nirgendwo hochkommen? Da geht's bloß wieder runter. Ach, ich muss ans Tor vielleicht hoch. Ah, okay. Nate, sieh mal, da kannst du das Seil einhängen. Nate, sieh mal, da kannst du das Seil einhängen. Yeah.
Okay. Schauen wir mal, ob wir das Tor öffnen können. Dann mal los. Und was macht er denn jetzt? Na? Ich versuch das andere. Das hätte man ahnen können. Und hinter Tür Nummer 2. Okay. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Verdammt, das war knapp. Fast knapp. Wir müssen schneller sein. Okay, ich sehe schon. Wir müssen wahrscheinlich vor dem Schlammding darunter. Unterrutschen. Zieh! Sehr gut. Wart's ab! Festhalten! Yeah, baby! Ach, geschafft! Hey, du klingst überrascht! Vielleicht ein bisschen. Festhalten. Boah. Und wir sind oben. Strike. So, schauen wir mal hier lang. Dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad, ein gutes Zeichen. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier lang müssen. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Kannst du mir helfen? Mist. Ich halte hoch. Hol den Wagen. Okay, wenn das mal gut geht. Nee, es geht. 3 von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Dich sieht ja. Geiler Ausblick. Sieht aus wie bei Avatar. Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod.
Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Klar. Okay. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen? Hochzieh! So, ich bleib sogar oben. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. So, jetzt raus hier aus dem Dschungel. Oben ist der Piratenboss anscheinend, oder ja. Die Statue von ihm zumindest. Hammermäßig geil gemacht. Hey, Selena! Wait! Wir sind hier, Sunny. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Ist euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Versuchen es. Over und out. Bisschen falsch gefahren, aber hier müsste es weitergehen. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Lass mich raten, hier wird es bestimmt wieder einstürzen, wenn ich da mit dem Auto raufgehe. Nein, wie ich das gewusst habe. Ja, gar keinen Einfluss jetzt hier drauf. Da, wir können die Felsen hochklettern. Hoch mit dir, Bitch! Nein! Da oben ist ein Kletterpunkt. Boom. Viel zum Wagen. Ja. Komm. Wohin das Auto? Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du?
Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Sie kennen sich ja schon richtig aus, ja? So, hier hoch. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel gewesen. Okay, das sieht nach Klettern aus. Da müssen wir hoch. Okay. Also, wie kommen wir da hoch? Ich glaube mal eher hier hoch. Genau. Da sind Kletterpunkte. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Jetzt auch mal hier, vielleicht ist hier irgendwo ein Schatz. Und das wäre hier eigentlich der falsche Weg gewesen. Obwohl. Gehen wir hier hoch. Ganz allein hier? August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swiftsure angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg, aber befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Okay. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Dann mal schauen, dass wir jetzt da hochkommen. Gehen wir mal hier ran. An die Kante. So. Jetzt sind wir, glaube ich, eh schon oben. Ging eigentlich recht fix. Oh, was ist hier? Oh, wow. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Okay. Gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Okay. Hallo? Oh. Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Ja, schön ist es bestimmt nicht. Hier ist noch einer. So, müssen wir jetzt hier an den Käfig ran. Sorry, Peter. Nicht böse gemeint. Mehr Geigen. So.
So, das ist jetzt der Punkt, da wo die Brücke eingestürzt ist. Schauen wir mal hier weiter. Yep. Oh mein Gott. New Devon, Kapitel 18. Und wie es denn aber hier weitergeht in dem Kapitel, bleibt dran. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Servus, euer Andi. Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich...